Hallo und herzlich willkommen bei Glover. In Folge 3 schon tatsächlich. Mats gibt jetzt ab. Also versucht es zumindest. Mach mal die Augen zu. Jetzt einfach mal die Hände öffnen. Das fühlt sich gar nicht so unähnlich an, ehrlich gesagt. Also hat eine gewisse Ähnlichkeit zu deinem, wenn dein Penis meine Hand streichelt. Hallo. Ich habe einen N64-Penis. Also wie? Er hat drei Zacken. Ah, was ist denn jetzt passiert? So. Und wenn man das erste Mal nicht ihre Handfläche. Hä? Alles voller Blut. Kratzt ja, stolpern. Ich dachte, ach so, das ist ja B. Genau. Ach ja, das ist ja auch so eine Sache, wenn man damit nicht so viel Kontakt hat, bist du mit A und B und C und überhaupt Z und so. Mit Z kannst du den Ball loslassen. Auch wenn du jetzt Z drückst, dann machst du es nicht. Ich muss sagen, also es ist nicht so, dass ich glücklich bin, dass ich jetzt erst in einigen Levels und einigen Folgen wieder dran bin. Ja. Aber ich bin ganz froh, weil das Spiel macht ja schon in der zweiten Welt Dinge, wo ich sage, das ist einfach spielmechanisch vielleicht nicht die beste. Wir sind nur noch in der ersten. Meinst du nicht, jede Welt hat 6 Level? Weil wir haben noch keine 6 Level gemacht. Doch, oder? In der ersten haben wir die alle hintereinander gemacht. Ja. Also es schmeißt dich halt drei gab es immer. Es waren drei, genau. Ja. Es sind 6 Welten A3 Level. Genau. Ach so. Okay. 18. Oh no. Und genau für so einen Bullshit bin ich sehr froh, dass ich das jetzt erstmal durch habe und sich jetzt da der Pöbel damit rumbeiern kann. Irgendwie auch interessant, dass sie dann sagen, wir machen jetzt hier so ein Zirkuslevel, da kommt jetzt hier so ein paar Minispiele, die wir da reindrücken. Ja. Die brauchst du auch für den Fortschritt, aber nur so teilweise. Robin, ich erneuere mein Angebot. Wenn du es schaffst, so drauf zu gehen, dass ich nicht mehr rankomme, dann kriegst du 100 passieren. Euro. Heißt denn so drauf zu gehen, einfach nur, dass ich alle Leben verliere? Ja, aber dann du fangen wir ja 100 nur von Euro, an. Wenn ich jetzt 9 Leben verliere. Dann fangen wir ja nur von vorne an. Und ich dann, ja gut, Tom macht den Strich durch die Rechnung, weil ich muss dann einfach vorne anfangen. Aber hast du nicht gerade... Nee, ich spreche mit Tom, dass wir den, das Let's Play abbrechen. Wenn du mir 100 Euro gibst... Nee, das war ja aber nicht die Formulierung. Nein, es gibt ja auch Chancen, um die Leben zurückzubekommen. Wenn du es schaffst, dass ich das nicht mache, dann kriegt Mats 100 Euro. Das ist das Zitat. Und davon kriegst du 20 Euro ab. Das ist ein guter Deal für Also mich. In meinen Augen ist Mats, gehört Mats schon zum wohlhabenden Teil der Gesellschaft. Ich kann das nicht unterstützen. Weiß nicht, wo dieses Gerücht herkommt. Nur weil seine Frau ein Mercedes fährt? A-Klasse. Ein Mercedes A-Klasse. Du hilfst nicht, Mats. Achso, Entschuldigung. Tom weiß nicht, was eine A-Klasse ist. Das ist das Problem. Das ist doch. A-Klasse ist kein gutes Auto. Tom. Von mir aus. Warum lässt du die ganzen Karten da, mein Herz? Fährt halt dich, ne? War trotzdem so ein bisschen, als wenn Christian Lindner sagt, ich kenne Wohnungsnot bei meiner eigenen Wohnungssuche nach einer Zweitwohnung in Berlin. Ja, ist nicht einfach. Man kriegt ja auch nur einen Kredit, wenn man noch ein Grußwort an die Bank macht. Der goldene Käfig. Ja, in dem ich lebe. Jeden Tag schäle ich mich in meinen Anzug. Ach, guck mal, da ist so, das. So, ach, ich weiß andersrum. Eine soll der Ball rein in das andere. Oh Gott, jetzt musst du den Ball ja wieder rausholen. Ist nicht schlimm. Hallo, in diesem Vergnügungspark müssen Sie einen Ball dabei haben. Dieser Wagen ist extra nur für Ihren Ball. Ja, Ihr Ball bitte, muss so mindestens so groß sein. Bitte platzieren Sie den Ball da drüben. Nein, nicht so. Nicht so. Bitte nicht. Wohl, wenn er so abbounced? Nee, der bounced nicht so doll ab. Oh, das fällt doch in die Lücke. Schlimmer als NBA Jam. Guck mal, er bleibt da sogar drauf. Oh. So. Bälle unter 8 Jahren dürfen nicht mitfahren. Z, ab, aber geht. Guck mal, Roman hat das auch sofort drauf. Ihr aber du musst jetzt, glaube ich, den Dings Druck wächst. Wow. Ihr habt damit weniger Probleme, als ich gehofft habe. Ja, aber keine Sorge, Tom, das kompensiere ich alles, wenn ich dran bin. Ja, keine Sorge. Ich wette, du aktivierst einfach irgendwas, von dem du noch nicht weißt, dass du es hast. Das ist deine Mutantenkraft. Alle N64-Spiele perfekt spielen können. Warum hast du mich so sehr, Mats? Das wäre so lustig. War, irgendwas Cooles sein zu können. Ja. Und dann ist meine Mutantenkraft. Na, du wärst mega cool gewesen, wenn du zu N64-Zeiten dann diese Mutantenkraft entdeckt hast. Kein N64-Spieler war jemals cool. Das war. Da kann ich nicht gegen argumentieren. Das ist leider einfach ein Fakt. Und das hier ist wirklich Super Mario Sunshine. Ja. Ja, bislang war es überhaupt nicht inspiriert von Super Mario. Wie die da in die Mitte... diesen, ja. Den du wahrscheinlich durch so einen Slap kriegen sollst. Das ist ja einfach rüberspringen mit dem Doppelsprung? Einfach. Weiß ich nicht, ob das reicht. Das kann man einfach machen. Oh, was ist das denn? Ich verstehe überhaupt gerade nicht, wo was. Wow, das wollte ich. Robin. Das war nicht. Aber hol dir das Leben noch. Kannst du da, wenn du jetzt da reingesprungen wärst und ins Leben geholt hättest, dann wäre vielleicht... Ach, dann wäre es das alles wert gewesen. Ist alles wert gewesen. Aber ging dir gerade auch so, oder? Perspektive war ja, so. Ja, war super weird gerade. Aber ist auch das erste Mal, dass man nicht so richtig weiß, wo was ist. Ich glaube, ist ungefähr zu verstehen, was passiert ist, aber es hat mehrere Blicke gebraucht. Die Musik ist ein bisschen leise tatsächlich. Ein bisschen leise?
bessere Musik als Rollercoaster Tycoon. Oh Gott. Oh shit. Aber guck mal, sie wissen immerhin, dass das kacke ist, deswegen geben sie den Effekt noch einen Checkpoint. Oh Robin, holy shit. Nicht schlecht. So, irgendjemand Motion Sickness? Das können wir ändern, falls nicht. Hat die PC-Version von Glover VR? Oh mein Gott. Es gibt bestimmt eine Mod. Nein, warum? Das hat dich jetzt mitgedreht. Ich glaube, weil du den Boden dann doch noch berührt hast. Ja. Ihr wisst es nicht, aber das ist Handschuhsprache für No! Oder er ruft den Namen des Balls. Der Ball hier kann uns nicht mal einen Mittelfinger zeigen, weil es sind ja nur vier. Die Handschuhe, meinst du? Der Handschuh, nicht der Ball. Ja. Ich meine den Handschuh. Ach, ich wollte jetzt Speedrun. Ja, ich weiß, du dachtest, jetzt geht's ab. Mats, ich komm, hörst du, wie die Kasse klingelt? Ich hab's im Kopf schon ausgegeben. Also ihr habt jetzt ja hier im Büro, ich weiß nicht, ob man sagen darf, auch eine PlayStation 5 stehen und mein Blick wandert ja immer wieder, die steht neben dem Fernseher, wandert immer dahin und es sieht halt einfach aus wie so ein, Toy. Ja. So als wäre das so eine Attrappe von der PlayStation 5, weil die so groß ist. Man denke, das ist die steht auch neben einer Switch, was sehr, sehr gut ist. Zumindest neben einer Dockingstation. Kannst du nicht einfach rüberrollen? Ich weiß nicht, ob das... Achso, du willst einfach hier in Ruhe ziehen können. Mhm. Das verstehe ich. Warum komm... Jetzt dauert halt. Sehr gut. Sogar Checkpoint. So, Checkpoint auch schon aktiviert. Das sind die Pro-Gaming-Stats, Freunde. Ja. Was ist das denn hier? Wie soll ich hin? Achso, muss ich werfen, oder? Nee, kannst wenn du das ja? Wenn das dann für die Xbox rauskommt, dann kriegst du das halt durchgespielt in 2 Stunden. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, du musst einfach mit was Sprung. Du für Gamerscore machen musst. Nee, oder halt wieder dribbeln. Aber so war auch gut. Hey, dribbeln? Du hast doch schon den Punkt gemacht, dass man an Schrägen nicht dribbeln kann. Nee, vorher dribbeln und dann... Achso. Obwohl, hoch, ich weiß nicht, ob man weit genug wäre. Geh mal so hoch. Geht das. Nee. Da oben ist doch so ein Stern, der irgendwas glänzt. Aber Slap könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ich glaub, das oder erstmal so hoch, ja. Ja, ich mach jetzt so. Weil das, warum sollte das nicht gehen? Nee, es könnte glaub, nicht weit genug sein. Okay, okay, nee, guter Punkt. Nicht mal ansatzweise. Versuch erstmal so hoch, ja, genau. Fick den Ball. Ach. Oder mit Anlauf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Let's Play nur noch diese Welten sehen werden. Wir kommen nicht über die scheiß Clown-Kram. Oh. Hä? Ha? Ach, okay, der holt dir das. Daheim, ja. Oh, das macht Schaden. Oh, wow, das ist ja nett. Soll ich ihn da durchwerfen? Was holst du da von mir? Ach so, den ist das Material wechseln. Ach, stimmt, ja. Und wenn es ein Bowlingball ist, macht es bestimmt die Zähne kaputt. Oh, ja. Kannst du sie auch reinhauen? Ja. Kann ich einfach gegenschieben? Oh, wow, was? Hä? Ja. Vielleicht sollst du da durchspringen und dann bringt dir Sterni das Ding hinterher. Ich kann da durchspringen, ich nehme nur Schaden, wenn ich dann in den. Mit so einem Z-Sprung, mit so einem Sprung? Nee, das ist ja Quatsch. Quatsch, da redest du Quatsch, Bratmatz. Ich hoffe, das weißt du. Die Lava-Community ist sehr erbost, die zwei Leute. Was macht denn der Stern? Macht der uns einfach nur stark? Nee, der holt den Ball zu dir. Und klebt ihn, glaube ich, so an dir fest. Same. Mach mal Metall, genau. Das, da kommst du, jetzt ist er klein. Jetzt kannst du noch da durch. Aber wie kommst du denn da durch? Ich hätte ja gedacht, man macht das hilfreich. Darf ich dir die Funktion der C-Buttons? Also ich, die kann man, aber kann ich, geht ja hier nicht. Ja, auch ging bisher überhaupt gar nicht, ja. Oh je. Glaube ich, hier wieder flachere auf das? Ach, warum bin ich investiert? Nee, ist kein schlechter. Naja, es gibt einen Moment, wo es also, das macht schon gut Spaß, aussieht. Muss ich sagen. Ja? Nein. Das kann nicht die Intention sein. Ich weiß gerade auch nicht, was sie genau aber was von soll, uns soll ich machen? So. Vielleicht schieben wir einfach nur gegen den Clown. Gott, dieses Theme von dem Ding auch. Dass du das Theme nennst, ist... Ja, oder wie auch immer. Ja, ich weiß ja nicht, was die von mir möchten, aber jetzt muss ich... Also. Wenn wir das Let's Play abbrechen, Leo, weil wir nicht weiter... Krieg ich dann auch 100 Euro? Wieso kriege ich hier nie irgendwie 100 Euro in diesem... Das ist das, was mich beschäftigt. Ich würde sagen, nein. Nein, deshalb, weil ich Geldprobleme habe. Ich bräuchte schon, dass ich das überhaupt gesagt habe. Kannst du doch von Tom 100 Euro nehmen. Weil selbst wenn der Ball da ist, dann bringt es mir nichts. Dann ist aber alle auf der anderen Seite. Toll. Und du? Ich finde, Tom schuldet mir ungefähr 100 Euro. Allein, dass ich euch hier ja, dafür zu Glover nötige. Ich bin aber ein bisschen fasziniert. Dann gib du mir auch 100 Euro, wenn du das. Dann machen wir es so. Mach doch so. Ja, man musste den anderen. Ja. Oh man. Was und jetzt? Ach so, ich muss die alle kaputt machen. Jetzt musst du ihn wiederholen. Du kannst auch kriechen. Ich frage mich, ob das auch. Man kann kriechen? Ja, wenn du Z gedrückt hältst, kannst du auch kriechen.
Aber ich will. Ja, weil ich krieg die da oben ja gar nicht kaputt, weil ich muss ja diesen Floor machen, da kommt der gar nicht bis. Ja, vielleicht reicht's jetzt, ja. Genau, jetzt einfach. Dauert. Ist aber sehr langsam. Und der bringt ja vorhin noch den Ball mit. Kommt's hier. Ja, geil. Ja, das okay, war, jetzt bist du drüber. Also jetzt könnte ja die Kamera mal sich. Ach, hier. I'm not even surprised anymore. Oh mein Gott. There we go. Me neither. Ever wondered what a clown tooth looks like? Well, bam. Sweet tooth. Lieber Werner Herzog, hiermit übersende ich dir, wie angefragt, Klavau und wünsche dir eine gute Produktion deiner neuen Dokumentation What the Fuck Even Happened. Ah ja, Kaffee. And then, when the clown teeth were destroyed, was? Reminds me of my mother. Was? Snipples. Soll ich den Wirbel erzeugen oder was wollt ihr von mir? Once my parents took me to the circus, where I witnessed the most fabulous clown. Kannst du aufs Grüne rauf? Nee, das Grüne ist ja über der Teacup, also ich hätte vielleicht da drauf springen müssen. Meet me the match. Kannst du den Ball auch kurz mal hier lassen? Wir müssen unbedingt diese Vulkan-Dokumentation von ihm gucken. Weil fängt er die ganze Zeit an, Sachen zu erzählen. Welche Dokumentation? Ich glaube, die heißt Feuer. Da hat er eine Dokumentation über zwei Leute gemacht, ein Ehepaar gemacht, die Vulkanexplosion gefilmt haben und die dann irgendwann dabei umgekommen sind. Ah, ganz anders als seine Dokumentation über den Typen, der sich mit Bären beschäftigt hat und von Bären getötet wurde. Wer hat Werner Herzog getan? Ja, das ist ein sehr interessantes Hobby, aber sind sie dabei umgekommen? Ich glaube, es macht mir keinen Spaß mehr. Kannst du mal umgucken, Robin, in der Ego? Wie? In der Ego-Perspektive, wenn du nach oben drückst auf den C-Knopf. C oben. Ja. Mm. Oh, wow. Guck mal, und schon ist doch alles wieder da gekommen. Ich sehe das Vorhaben, Glover durchzuspielen. Ich muss, glaube ich, den richtigen Teacup rein. Den richtigen Teacup, aber wie ich rausfinde, welchen ich rein muss, keine Ahnung. Oder musst du mit diesem Stern, also musst du jetzt rüber dir wieder diesen Stern holen, der den Ball zu dir holt, dann zurückrennen und dann wird der da hochgezogen? Ich finde, das ist Nonsens, den du gerade erzählst, lieber Mann. Tom, ich habe langsam aber sicher eine blasse Ahnung davon, warum du das als Fehlkauf empfunden hast. Das ist doch jetzt nicht... What? Ich war schon mal nicht verrückt. Ihr habt gerade über Vulkane gesprochen, dass das passiert ist. Da war mir schon klar, dass er gar nicht sieht, was hier gerade passiert. Naja, ist auch ein Vulkan der Liebe. Was würde uns denn helfen, wenn wir was anderes spielen? Ich mach doch hier, Freunde. Guck mal, kommt doch voran. Ich weiß gar nicht, ob du nachguckst. Ja, ist doch, guck doch mal die ganzen geometrischen Formen. Ich guck jetzt kein Walkthrough nach, keine Angst. Ich hab was anderes nach. Guck. Wie spät es ist. Lebenstechnisch? Zu spät. Nicht mehr zu retten. Was ist das Wasser? Oh, wow, what? Windtunnel. Ach komm, jetzt fangt ihr aber an, um Sachen auszudenken. Ah, nee, es ist tatsächlich ein physisch. Es ist, es ist eine Futurama-Tube. Oh, nein. Den Ball hast du jetzt irgendwo, ist der noch im Wasser? Ja, ich kann doch nicht unter Wasser mit dem Ball gehen, oder? Nee, dann gehst du auf dem Wasser. Ja, doch, du könntest den Ball zu einer Bowlingkugel machen. Good to know. Und dann würde der doch sinken. Ja, also dieses Konzept finde ich tatsächlich sehr dann habe ich jetzt, dann muss ich mich einfach umbringen lassen. Das ist ja das Frustrierendste hier dran. Ja. Ich finde, hier sind durchaus legitim interessante Sachen drin, aber ich weiß nicht, warum das alles so freudlos ist. Aber das ist auch einfach literally doch das, was man in Zelda macht. Mit dem macht das schwer und dann aber, also das erinnert mich alles an das Bowser-Level in 64, Mario. Ja, stimmt. Ich hab grad die Zahl vorgehört, damit wir da ein bisschen... Krabbel mal durch jetzt. Und jetzt, wenn du jetzt einfach auf die andere Seite springst... Ich weiß doch fast schon, was ich machen muss. Ja, ja. Na gut, aber ich frag mich nur, ob der Ball auch hinterher gebracht wird. Ja, klar. Wird er ja gerade. Ja, eben. Okay, gut, Mats. Was war das? Nee, ich dachte, wenn du jetzt da oben rechts bist. Ja, aber ich riskiere jetzt nicht, das auszuprobieren. Ich weiß, was du meinst und ich glaube, du hast recht, das müsste gehen. Ich kann den Ball jetzt auch gerade nicht verändern, wenn ich auf... Spring mal runter. Also es funktioniert gar nicht. Spring mal runter. Oh, echt nicht? Ja, also ich muss das machen, was Mats sagt. Aber kannst du nicht runterspringen? Ja, ist eh zu spät. Wieso, jetzt springst du nach unten? Achso, jetzt kannst du ja nicht verwandeln. Das heißt, ich muss jetzt nicht, aber ich komm ja nochmal zurück von hier aus. Das heißt, ich muss dann... Das machen wir so. Ich muss hier quasi rechtzeitig sein, sodass der, wenn ich noch diesen Trank habe, ich hier bin, sodass der bald wieder hinterhergebracht wird. Aber kannst du, glaube ich, die Intention. Ach so. Er muss ihn in der Hand haben und so. Aber jetzt komme ich ja nicht mehr da. Also ich kann das jetzt ja gar nicht mehr anmachen, weil ich ja gar nicht mit da hinkomme. Von einer der Tassen kommst du nicht auf das lila Ding? Maybe. Wie ihr. Ich sehe. Oh Gott, ich hab so einen Bammel davor, wenn ich gleich die Kontrolle über das Scheißding übernehmen muss. Weil ihr seht Sachen in dieser Level-Architektur. Ich versuche immer noch zu verstehen, was ich überhaupt sehe. Und ihr seht, was ihr zu tun habt. Also ich liebe sehr, dass die diese Kaffeetasse und das da unten die gleiche Textur haben, diesen Swirly Swirl. Aber das eine ist ein Portal, das andere nicht.
Wenn ich da unten ankomme, ist es Portal. Stimmt, wenn ich hier ankomme, ja, ist es. Ja, weil da Wasser drauf ist. Nein! Nein, du Hurensohn! Spreng, du Kack! Bummelpimmel! Hat die Kamera das jetzt von alleine gemacht? Nee, ich habe auf oben gedrückt, weil ich die Kamera drehen wollte. Bummelpimmel? Halt die Fresse! Oh no. Stell ich mir relativ. What have I done? Hä? Ach, der, das ist noch harmlos. Das ist vielleicht doch kein gesundes Spiel, wie ich heraus. Naja, das überrascht mich jetzt grundsätzlich nicht. Ja. Das ist wirklich die langsamste Kriegsanimation, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Ja. Ich weiß ja auch nicht, wann ich... Solid Snake in Metal Gear Solid 4, wenn er so ganz langsam kriegt. Selbst das ist noch langsamer hier. So, kommt er jetzt zu dir zurück? Oh, du hättest einfach... Jetzt einfach durchlaufen können. Gut zu wissen. Weil er kommt jetzt ja auch nicht. Doch, doch. Okay. Also. So, dann gehen wir jetzt schon hier runter. Aber willst du nicht den Ball lassen ihn verwandeln? Weg, den hier runter. Und dann müsste er jetzt eigentlich hinterherkommen. Eigentlich schon. Nee, aber erstmal muss der Stern jetzt zu dir kommen. Was für ein Stern? Was laberst du? Der den Ball zu dir geholt hat. Die Kraft haben wir doch noch. Nee, der Stern war ja bei dir. Leute, vielleicht muss ich hier hoch. Ach, um ihn hier hochzuholen? Da unten ist nämlich der Stern. Der chillt jetzt beim Ball, der Stern. Kannst du nicht, bevor du hier reinspringst, ihn in den Bowlingkugel verwandeln? Ja, ich glaube, du musst ihn davor. Du hast keine Lust, Robin, ich weiß. Aber meinst du, ich hatte Lust? Ja, das ist aber ärgerlich, nicht wahr? Aber tröste dich mit dem Gedanken, dass wenn du hier durchgekommen bist, dann ist Leo dran. Und der alte Mann wird richtig einfach, wird richtig innerlich noch mehr sterben, als er eh schon verbrannt ist. Was wollen die denn von mir? Wow. Entschuldigung. Was wollen die denn von mir? Warum? Ich glaube, dass du den Ball in eine Bowlingkugel machst. Wie denn? Ich kann doch das nicht ändern! Indem du es vorher tust, vorher bevor schon. Du da rein. Ja, das stimmt, sagen, das hätte ich machen können. Haben wir dir mehrfach jetzt auch in Ruhe gesagt. Ja, du hast recht, das habe ich nicht gehört und du hast völlig recht. Das wäre die Möglichkeit, die ich machen könnte. Danke für den Tipp. Gerne. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Also, ich finde, es reicht. Ich bin so froh, dass ich noch den halbwegs akzeptablen Bullshit hatte. Ich wollte gerade sagen, du hattest scheinbar ein gutes Level erwischt. Ja. Das ist einfach nur noch... Guck dir das doch mal an. Oh, ich bin wirklich so kurz davor, dir anzubieten, dass ich den Controller einfach übernehme. Guck mal, there we go. Ja, guck mal, ganz einfach. Das war wirklich sehr einfach. Shazam! Oh, Kristall ist mal gefährlich. Das weiß ich noch von früher. Hör auf mit deinen Strats. Oh Gott. Oh nein. Wir haben keinen Speicherpunkt mehr. Ja, wir bräuchten mal... Oh, boah, was für ein riesiges Gebläse. I'm a huge fan. Hast du schon den Trailer mit Nicolas Cage als Vampir, als Dracula gesehen? Nein. Okay. Was ändert sich an Nicolas Cage, wenn er Dracula spielt? Wenig, sehr wenig. Mit Nicolas Hoult ist es. Wow. Achso, ja, Renfield, ne? Mhm. Und Checkpoint. Gott sei Dank. Ja, ich hab noch. Nee, ich hab den Trailer noch nicht gesehen. Der ist jetzt auch nicht so. Ah, okay, man macht einfach das Ding aus. So jetzt? Ich kann ja trotzdem hier lang. Ich glaube, das ist aber nur. Ist Nicolas Cage Dracula oder Renfield? Ich glaube Dracula. Also er ist ein Vampir und ich glaube, dann ist er Dracula. Und ich glaube, ja, die Pressemeldung hieß, Nicolas Cage ist fucking Dracula. Dann hätte ich eine Vermutung, ob er es ist. Super. Kamera. Alter Robin, dich hat's ja richtig. Das wusste ich nicht. Das ist einfach nur ein Handschuh und einen Ball brauchen, um Robin zu brechen. Das ist wirklich. Aber es kann auch sein, dass das die Vorbereitung war. Weil er, glaube ich, auch gemerkt hat, dass der Bullshit einfach immer bullshittiger wurde. Aber bei Mats, bei dir war das so eine Akzeptanz davon, dass das Spiel einfach so ist und du hast es dann halt. Naja, aber das war ja noch ein richtiges Spiel. Das ist jetzt ja einfach nur noch random Bullshit. Okay, also um das Spektrum. Da ist der Elefant! Um das Spektrum zu vervollständigen, muss ich es jetzt richtig gut finden, ne? Ball, ich muss Ball richtig ändern, Spaß haben. Ball ändern? Vielleicht. Ja, also das wäre dramaturgisch eine gute Kurve, ja. Wenn du jetzt so richtig dein Game of the Decade... Warst du auf Toilette? Ich versuch mein Bestes. How could I live before this moment? Hä? Was denn jetzt? What? Wir können jetzt fliegen? Where does this come from? Und jetzt? Jetzt rüber zu der Biene und sich töten das mit Raketenwerfern. Und dann ist hier nochmal ein Trank. Und jetzt, was macht dieser Trank? Ist es ein weiterer Flugtrank? Kann ich mit dem reden? Runtergehen und B drücken. B, ja, genau. Du könntest auch fliegen und den Ball fallen lassen und dann ist Herbert die Biene tot.
könnte fliegen und den Ball fallen lassen. Oh, jetzt nicht. Komm, ich kann noch gar nicht. Nee, ich konnte nicht loslassen währenddessen. Ach so, okay. Was, der Grüntrank nicht einfach wieder? Oh, der nimmt den Ball. Echt? Ich weiß nicht. Ah, nee. Au. Oh. Zauber? Und vor allen Dingen dieser Satz, stell Glover so hin, dass er den auch trifft. Wo ist... Jetzt können wir einfach... Wo ist der Ball hin? Wir sind hier in Zaubern. Da links. Hast du gesehen, wie ich den einfach gekillt habe? Nee, du hast den zum Frosch gemacht. Hast ihn gar nicht umgebracht. Du bin der absolute Pro-Gamer. Das ist Welt 2, Level 2. Und sie fangen an, ihm Propeller draufzusetzen, um Zaubertrank zu geben, womit du Gegner in Frösche verwandelst. Können wir ihn auch Multiclass skillen? Krieger-Zauberer? Battlemage? Krieger-Frosch? Einen Ball in ein Schwert verwandeln. Oh, das Ende des Levels. Nicht schlecht, Robin. Robin, you did it. Du hast noch 3 Leben für das nächste Level. Ich glaube, Robin hat in seinem Leben selten etwas so sehr gehasst wie dieses Spiel. Robin, das Ding ist, die Folge geht erst 11 Minuten. Also ich musst noch ein bisschen. I know. 11 Minuten? Es fühlt sich an wie... Ich hab nur 11 Minuten gespielt? Nee, sie geht noch 11 Minuten. Du hast 20 Minuten gespielt, da. Okay. Jesus, fuck, ich dachte gerade, meine Zeitwahrnehmung ist völlig aus dem Schuss, weil ich dachte, das unglaublich. Das klingt auch wie so ein Film. Wir haben festgestellt, wenn man dieses Spiel spielt, läuft die Zeit langsamer. Und jetzt haben wir ein großes Expertenteam zusammengeholt, die jetzt hier so in Klamotten sitzen und 2 Stunden lang das spielen und sie driften dann eine Paralleldimension ab. Unision? Oh, mit Dennis. Robin auch Dennis genießen. Oh, Jesus, was? Wo ist denn der Ball? Den muss ich zurücklassen, weil ich nicht auf Dennis spielen kann. Warum sind da zwei diese Hände? Das ist so random. Ist das Elden Ring? Das ist schon bei dieser Animation hier. Ja. Sehr gut. Wo will Dennis wieder zurück? Dennis will wieder zurück. Dennis will in seine Heimat zurück. Dennis hat Angst. Bring mich nach Hause, bring mich zu meiner Familie. Ey, die Framerate ist doch zu gut. Wir machen noch ein paar Schmetterlinge hier rein. Die Framerate ist voll normal für N64. Ja, leider Gottes. Und sie ist auch konstant gut. Und das bedeutet, sie ist gut. Ja, das ist... Ja. Aber als Kind... Oh, wow. What? Als Kind hat man sich darum nicht gefühlt. Es sah aus, als hättest du jetzt da lang gehen können. Ja, hätte ich auch, aber... Mit Schwung, Anlauf. Vielleicht mal vorher das Viech hier platt machen? Du kannst es einfach stompen. Nee. Du auch drauf zu. Das war absolut keine Absicht. Okay. God damn. Fuck my ass. Das ist halt so ein Akt, dann muss man den Ball wieder loslassen und dann muss man den mal kaputt machen. Ja, alles an diesem Spiel ist ein Akt. Auf jeden Fall. Ich will da jetzt einfach hinfahren und gut ist. Fahren. Wie kam man den Ball damals an? Hat das gute Wertungen bekommen? Nee, es hat so einen 70er Schnitt auf N64. Hat er denn von Z? Ich hab nicht auf Z gedrückt. Nee, das ist wegen. War das Physik? Momentum dann? Ja. Oh. Ja, ein Leben noch, Freunde. Oh, stimmt, wir haben ja nur noch ein Leben. Ich weiß nicht, was du erwartet hast, Tom. Also wirklich nicht. Aber ich weiß tatsächlich auch nicht mehr 100%, was passiert, wenn wir jetzt alle Leben verlieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein kompletter Reset ist. Nee, es wird wahrscheinlich nicht. Ich kann mir das vorstellen, ich stelle es mir vor. Ich will das. Dann musst du das halt leider nochmal spielen, was Robin jetzt hier gearbeitet hat. Not gonna happen. Fuck my life! No. This is the worst thing in the world! No. Robin, du warst da! Du warst da! Ich bin ein Biertisch. Das ist wirklich das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Da hast du noch einen Versuch. Bis jetzt. Da konnte man ihn mal bringen. Oh no. Aber was, wenn die Xbox-Version da ist? Aber tatsächlich, wir würden einfach nur am Anfang dieses Levels starten, was ja nicht so das Problem ist. Im Moment ist das auch noch nicht viel verlorener Progress. Ja, eben. Kann man so sagen. Da ist doch nicht. Schon mit Schmackes hoch. Mit Schmackes. Gerade bin ich letztes Mal auch nicht. Letztes Mal bin ich einfach, beim ersten Mal bin ich einfach so davor gerannt und dann hat es geklappt. Naja, aber du hast ja hier schon ein bisschen Momentum und das brauchst du. Genau. Widerspricht Tom nicht, der kennt sich aus mit Clara. Naja, also ein bisschen Konsistenz ist ja hier schon. Oh boy, oh boy. Siehst du die schwankenden Schiffe? Auf die Schiffschaukel. Oh, das wäre jetzt schon schlecht. Wow. Holy. Robin, ist jetzt gerade alles egal. Wirklich. Ich hab wirklich seit 5 Minuten nichts mehr gedrückt, weil ich hoffte, dass du dann wieder zurück auf den Boden gehst. Das sah aus, als ob du die ganze Zeit. Nee, ich hab nichts gedrückt, die Hand war einfach und durch den Schwung und so hat er dann das Momentum, wo er dachte, ah, dann will er wohl auf ewig in der Luft schweben. Ist wohl das, was hier hilfreich ist. Holy shit, sie schmeißen einen hier hin. Okay, was ist jetzt, wenn du Start drückst und auf unser Profil gehst? Fortsetzen, Time to 3.
Wir haben schon mehr gemacht als Tom. 15%. Ja, 15% ist doch ordentlich. Nee. Wie, nee? Wie gesagt, von 10, 100 vielleicht 10% sind 1,8 Level. Oh, warte mal, er schmeißt uns in die, aber wir können doch bestimmt jetzt in die Welt reingehen. Das ist das Ende der ersten Welt. War das die hier? Das ist komplett rechts, der Anfang rechts, der Zirkuswelt. Rechts, muss er rechts. 15% passt ziemlich genau, das war einfach die erste Welt. Anfang der Zirkuswelt. Komplett. Dann hast du festgestellt, fuck my money. Nee. 15% würde das sein. Ja. Aber warum hat man dann hier noch eine einzelne Levelauswahl drin? In Ach, hat man das? Ja. Ja. Dann könnte das sein. So, jetzt sind wir gespannt, ob du Guck direkt mal, 1, in die 1, 2, 3 und 3 ist schon offen. Du kannst direkt in die 3 rein. Also du kannst sofort in die 3. Wir haben nicht viel verloren. Nee, 1 waren wir. Wir haben bei der 1 angefangen, sind dann in Level 2 gegangen. Das ist Level 3. Das ist die Bonuswelt und das Bosskampf. Okay. Genau. Freu dich auf den Bosskampf. Ich denke, es wird ein... Also wir haben gar nicht so viel Progress verloren. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir können glaube ich weiterspielen. Leo vor allen Dingen muss sich keine Sorgen so machen, dass das er nicht... Hier beenden. Ich mach mir Sorgen. Ich mach mir auch Sorgen um Leo. Ich wirklich nicht mehr. Wenn dieses Spiel auch sich nur ansatzweise so schlecht spielt, wie es aussieht. Aber Mats war ja auch komplett fein damit. Das ist vielleicht einfach mein Ding. Ich habe halt auch den N64-Controller in der Hand. Das macht mich so. Da habe ich schon so ein Unglück in mir. Und dieser Analogstick. Aber das wird mir nicht. Fühlt sich an wie. Woran bin ich vorbeigesprungen? War daneben ja, da oben? Ja, aber ist ja. Ich glaube nicht, ob uns das hilft. Wie wir rausgefunden haben, ist das ja in doch nicht so viel wert. Die eine Sache, die ich halt sagen kann, ist, ich glaube, ich verdiene die Schmerzen, die ich erleben werde mit diesem Spiel. Das ich finde halt gar nicht, dass ich die verdiene. Nee, das würde ich auch nicht sagen, aber ich verdiene die. Also Moment, Punkt 1, warum würdest du das nicht sagen? Ich finde, ich bin voll der nette, gute Mensch, der eigentlich viel richtig macht und liebenswert ist. Eigentlich. Und ich habe verdient, dass mir Gutes geschieht in meinem Leben. Und ich tue viel dafür. Oder zumindest nicht schlecht in meinem Leben. Ja, also. Weißt du, aber jetzt, dadurch, dass Robin das sagt, denkt jeder Zuschauer, eigentlich ist nicht so schlimm, dass Robin das gerade. Nee, was ist das? Nee, genau. Ist das nicht die gesündeste Lebenseinstellung? Ja, mach er sein. Ich glaube von aber man mir, kann ja eine Einstellung machen verdiene, und dann aber gleichzeitig. Ich glaube, Christian Lindner ist auch fest davon überzeugt, dass er eine sehr gesunde Lebenseinstellung hat und dass er viel Gutes tut. Ich helfe immer Leuten, wenn ich die sehe. Ich bin freundlich zu allem. Spezi-Verkäuferinnen sprechen mich an und sagen, du bist immer so freundlich, wenn du hier ankommst. Also, ich meine, Freunde, ich tue alles dafür, dass die Welt ein besserer Ort ist. Scheint aber nicht genug zu sein, weil du sitzt ja trotzdem hier und musst dieses Spiel spielen. Geil. No, this won't do. Der Wurf ist wirklich richtig geil. Oh Gott, der Ball wird aber gleich richtig hin und her schlackern. Genau, ohne Kontrolle darauf zu bringen. Ja, ich guck einfach, was passiert. Ich hab mit vielen Dingen gerechnet, aber das war jetzt nicht unbedingt das, was ich dachte. Das ist gar nicht, wie das perspektivisch möglich war, was gerade passiert ist. Ich glaube, das ist einfach, weil da vorne ist so abgeschreckt. Tom, wie lange geht diese Folge noch? Es ist unmöglich. Es ist unfucking möglich! Ein paar Minuten. So ein Fiepen auf dem linken Ohr, das hatte ich vorhin schon, jetzt ist es wieder da. Holy shit. Das ist die schwerste Stelle im Spiel. Das kann man nicht kontrollieren. Das ist das man erste. Kann Glück haben, dass das Hurensohn-Spiel sagt, ja gut, dann geh jetzt mal durch. Das oder das Hurensohn-Spiel sagt halt, nein, fick dich und dein Leben. Das ist das Erste, was Leo gleich macht. Ja, Leo. Und dann ist es wieder bei mir. Ich finde, Leo sollte das nicht machen müssen. Ich finde, Thomas Goik soll dieses Spiel für immer spielen. Also, wenn nur Thomas Goik und niemand sonst. Wenn ich treffen würde, dann... Der Leo hat das nicht verdient. Das ja noch. Ich will nicht ja, ich glaube schon, dass ich es verdient habe. Ich habe in meinem Leben sehr schlimme Dinge getan und ich sollte abholen. Was hast du getan, dass du das verdient hast? Ich war Hitler. Oh, nicht schlecht. Selbst dann! Ficken! No, du hast es fast geschafft. Selbst Hitler. Das sind auch Sätze, die man immer mit Vorsicht formuliert. Ich glaube, es sind 30 Minuten vorbei. Ich denke... Ich glaube, um die 30 Minuten müssen vorbei sein. Ja, von mir aus sind sein. Jetzt 30 Minuten vorbei. Etwa nicht? Wir sind bei 29,20. Siehste, ich habe das... Ich habe ein gutes Zeitgefühl. Und in diesem Moment kann ich es nutzen. Tschüss! Tschüss. Nächstes Mal spielt Leo. Mit Leo... Mein scheiß Bier ist leer. Jetzt gerade brauche ich. Wie kannst du das so entspannt? Gut, du hast es nicht so entspannt. Ich weiß, dass scheiße. Ich erst sehr. Jetzt kannst du auch entspannt sein. Nee, ich habe gar keinen Bock. Ja, aber jetzt kannst du auch. Ich habe keinen Bock, mich zu entspannen. Danke fürs Zusehen.